Herzlich willkommen zu diesem Roundtable zum Thema Erinnerungskultur und bundesdeutsche Lateinamerika-Politik im Kalten Krieg. Diese Veranstaltung ist als Break-Conference in Vorbereitung auf das vierte Symposium der Elisabeth-Käsemann-Stiftung zu verstehen, das 2022 zum Thema Colonia Dignidad an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt stattfinden soll. Mein Name ist Thomas Fischer. Ich bin Professor für Geschichte Lateinamerikas an der Katholischen Universität. Ich begrüße Sie auch als Direktor des Zentralinstituts für Lateinamerika-Studien und als Vorsitzender im Kuratorium der Elisabeth-Käsemann-Stiftung ganz, ganz herzlich. Ich darf Ihnen zudem die Moderatorin Professor Dr. Sabine Kurtenbach kurz vorstellen. Sie wird uns durch diese Veranstaltung führen. Sabine Kurtenbach ist Politikwissenschaftlerin am German Institute for Global and Area Studies, kurz GIGA, in Hamburg und Honorarprofessorin an der Philipps-Universität Marburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Themen Gewalt und sozialer Wandel und Nachkriegsgesellschaften, vor allem in Lateinamerika. In ihrer Dissertation zum Thema staatliche Organisation und Krieg hat sie sich neben Kolumbien auch mit Chile beschäftigt. Ich wünsche unseren Expertinnen und Experten eine fruchtbare Diskussion zum Thema Erinnerungskultur und bundesdeutsche Lateinamerika-Politik im Kalten Krieg und allen Zuschauerinnen und Zuschauern neue Erkenntnisse, die den zukünftigen wissenschaftlichen Austausch zu diesem wichtigen Thema fördern. Damit übergebe ich das Wort an Sabine Kurtenbach. Danke für die nette Vorstellung und guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Gespräch zur Erinnerungskultur und bundesdeutscher Lateinamerika-Politik im Kalten Krieg. 2016 unterzeichneten die kolumbianische Regierung unter Juan Manuel Santos und die älteste Guerillagruppe Lateinamerikas, die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, ein umfassendes Friedensabkommen. Die deutsche Regierung wird darin gebeten, die Umsetzung des Abkommens bei den Themen Opfer und Sondergerichtsbarkeit für den Frieden zu unterstützen. Dieser Bitte liegt offenbar die Einschätzung zugrunde, die deutsche Regierung habe in der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen und im Umgang mit Opfern sowie deren Entschädigung Erfahrungen, von denen andere lernen können. Wir wollen uns in dieser Gesprächsrunde mit einem Kapitel deutscher Außenpolitik beschäftigen, das zeigt, wie schwierig die Erinnerung ist und wie lange es dauern kann, bis über Fehler, Versäumnisse und Unterlassungen gesprochen werden kann. Im Kalten Krieg, das heißt grob zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Fall der Berliner Mauer 1989, standen die beiden deutschen Staaten in unterschiedlichen Lagern, was die jeweilige Sichtweise auf die vielfach sehr gewaltsamen Auseinandersetzungen in Lateinamerika prägte. Waren diejenigen, die friedlich, aber auch mit dem Gewehr in der Hand für einen Systemwandel kämpften, für die einen Freiheitskämpfer, waren sie für diejenigen, die den Status quo vertraten, Terroristen, Aufständische, Revoluzzer. Mit dem Sieg der kubanischen Revolution 1959 erreichte der Kalte Krieg Lateinamerika und ist dort bis heute präsent. Argentinien und Chile sind zwei Länder, die die Komplexität im Umgang mit massiven Menschenrechtsverletzungen in besonderer Weise zeigen. Die Militärdiktaturen in Chile nach 1973 und in Argentinien nach 1976 verfolgten und töteten Tausende Oppositionelle oder ließen sie verschwinden. In beiden Ländern gibt es prominente Fälle deutscher Staatsbürger. In Argentinien wurde 1977 Elisabeth Käsemann verhaftet, gefoltert und schließlich ermordet. Aber deutsche Staatsbürger waren nicht nur Opfer, sondern waren selbst Täter oder kooperierten mit den Tätern. In Chile arbeitete die deutsche Siedlung Colonia Dignidad eng mit der Diktatur unter Augusto Pinochet zusammen. Auf dem Gelände wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet.
Nach dem US-Embargo besorgte die Führung der Colonia dem Regime außerdem Waffen, wobei nach wie vor bestehende nationalsozialistische Netzwerke offenbar hilfreich waren. Über Jahre, ja Jahrzehnte ignorierte die bundesdeutsche Politik das Thema Colonia Dignidad und betrachtete es als eine chilenische Angelegenheit, obwohl die meisten Bewohner der Colonia nach wie vor einen deutschen Pass hatten. Gruppen der Zivilgesellschaft und geflohene Bewohner der Colonia versuchten dagegen, die Aufmerksamkeit der deutschen Regierung und Öffentlichkeit auf die Menschenrechtsverletzungen in der Colonia zu lenken. Aber nur einzelne Politiker und Politikerinnen beschäftigten sich mit der Colonia. Norbert Blüm beispielsweise, Minister für Arbeit und soziale Angelegenheiten, reiste 1987 nach Chile und bezeichnete die Colonia als, Zitat, Musterfarm der Menschenverachtung. Im Februar 1988 berichtete Wolfgang Knesel, einer der wenigen, denen die Flucht gelang, in einem Unterausschuss des Auswärtigen Amtes über Zwangsarbeit und Kindesmissbrauch in der Kolonie. In Deutschland geschah dennoch zunächst wenig. Erst der Film Colonia Dignidad, es gibt kein Zurück von Regisseur Florian Gallenberger, brachte 2015 das Thema in eine breitere Öffentlichkeit. Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zeigte den Film im Auswärtigen Amt und merkte selbstkritisch an, Zitat, im Spannungsfeld zwischen guten Beziehungen zum Gastland und Menschenrechten gingen Amt und Botschaft offenbar der Kompass verloren. In den kommenden knapp 90 Minuten wollen wir uns mit diesem komplexen Thema beschäftigen und fragen, was haben die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, die deutsche Botschaft damals falsch gemacht oder unterlassen und warum? Was hätten sie tun können oder müssen? Was kann oder soll die deutsche Politik heute tun? Stichworte sind hier Erinnerung und Entschädigung. Als Gäste begrüße ich sehr herzlich Bundesministerin außer Dienst, Professor Dr. Hertha Däubler-Gmelin. Sie war Bundesjustizministerin von 1998 bis 2002, Mitglied des Bundestages aber schon von 1972 bis 2009 und seit 1995 auch Honorarprofessorin am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Frau Däubler-Gmelin, herzlich willkommen. Was verbindet Sie persönlich und beruflich mit dem Thema Militärdiktatur in Chile und der Colonia Dignidad? Dankeschön, liebe Frau Kottenbach, dass Sie mich ansprechen. In der Tat, ich bin am OSI, aber auch an drei anderen Universitäten. Und in der Tat ist es auch so, dass ich mich seit den 70er Jahren um diese Fragen in Chile kümmere. Sie haben ja mit völligem Recht darauf hingewiesen, dass ich seit 72 im Deutschen Bundestag bin. Wir haben sehr begrüßt, dass Norbert Blüm auch dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nach Chile gereist ist. Aber wenn Sie in den Annalen des Bundestages nachschauen, werden Sie finden, dass bereits in den 70er Jahren im Auswärtigen Ausschuss, in dessen Unterausschuss, dem Menschenrechtsausschuss, dann auch im Rechtsausschuss die Frage von Herrn Schäfer, was tut er da eigentlich? Wie ist eigentlich die Verquickung mit der deutschen Botschaft, dem Auswärtigen Amt und insbesondere auch mit dem BND und dem Waffenhändler Gerhard Mertin eine große Rolle gespielt hat. Die Tragik, die man, sagen wir mal, heute feststellen kann, ist, dass der Außenminister erst reagiert hat, als Blüm ihn in der zweiten Hälfte der 80er Jahre darauf ansprach, während zum Beispiel Kollegen wie Schlager oder Waldemate oder Hansen oder ich, die wir regelmäßig bei der Vicaría de la Solidaridad waren oder auch versucht haben, in die Colonia zu kommen oder mit dem Botschafter zu reden, die waren damals nicht sehr gerne gesehen. Die hat man eher als Störenfried angeschaut. Und Sie können es an den Antworten der von mir ansonsten sehr geschätzten Staatssekretärin Hambrücher, können Sie das immer wieder nachlesen. Ich bin, um das jetzt auch von meiner persönlichen Seite zu beantworten, durch zwei unterschiedliche Wege darauf gestoßen. Einmal, weil mir ein früherer Mitarbeiter eines Jugendamtes in Nordrhein-Westfalen erzählt hat, dass dieser Herr Schäfer, der sich ja auch gelegentlich Schneider nannte, dass das ein Pädophiler sei, der in Deutschland eigentlich schon seit Beginn der 60er Jahre gesucht werde. Und wo man überhaupt nicht verstehen könne, warum der so unter dem Schutz des Auswärtigen Amts in Chile
die Möglichkeit also hätte, mit seiner gesamten evangelikalen Sekte, so hat er sie ja genannt, nach Chile auszureisen und die Colonia zu gründen. Das war das eine. Natürlich haben wir da auch immer danach gefragt und immer die Antwort bekommen, da könne man nichts drüber sagen, das seien Gerüchte oder es sei überhaupt nicht wahr. Sie erinnern sich an die Aussage von Herrn Strädling dann vor dem Deutschen Bundestag. Aber ist ja auch kein Wunder, weil der Freundeskreis von Strädling und dem Waffenhändler Martin, der uns ja allen bekannt ist, auch angeführt wurde. Aber das Zweite war noch etwas anderes. Ich hatte den Auftrag, nach dem Putsch gegen Allende nicht nur die Flüchtlinge, die die Bundesrepublik damals aufgenommen hatte, zu betreuen und habe seit dieser Zeit natürlich eine große Zahl von chilenischen Freunden, sondern auch die Verbindungen zu den Flüchtlingen in der damaligen DDR zu halten. Das war etwas merkwürdig, aber es ging. Und von denen habe ich dann auch immer wieder Gerichte gehört. Und wie gesagt, Waldemar hat versucht, in die Colonia reinzukommen. Hansen und Schlager haben immer wieder gefragt und wir haben immer nur ausweichende Antworten bekommen. Jetzt, nachdem wir wissen, was da alles dahinter steckt und wie viele Akten verschwunden sind und wer da alles noch mit Interesse hatte, dass da nichts rauskommt, ist das, denke ich, auch erklärbar. Es ist eine schreckliche Sache. Ich teile die Auffassung meiner Kollegin Renate Künast, dass die Entschädigungsfrage endlich angegangen werden muss. Aber es ist ein Skandal, dass das alles so lange dauert. Ja, auf den Aspekt, vielen Dank. Auf den Aspekt kommen wir zum Schluss auch nochmal zurück. Als zweiten Gast begrüße ich den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Herr Krüger, herzlich willkommen. Sie sind bei den Themen vergleichende Diktaturforschung und Erinnerungskulturen im Vergleich ausgewiesen. Auch an Sie die Frage, was verbindet Sie oder was interessiert Sie am Thema Militärdiktatur in Chile und Colonia Dignidad? Erstmal muss ich zurück in meine Schulzeit einblenden. Ich habe natürlich in der DDR die andere Perspektive in der Zeit des Kalten Krieges bekommen. Mit dem Putsch gegen Allende. Es ist aber vor allem das kommunistische Exil Chiles gewesen, die in der DDR aufgenommen wurden. Und Sie müssen sich die Schulzimmer in der DDR so vorstellen, dass auf der einen Seite ein Porträt von Erich Honecker hing und auf der anderen Seite eins von Luis Corvalan. Das war sozusagen unser chilenischer Held, mit dem wir aufgewachsen sind, der Führer der kommunistischen Partei. Und wir haben natürlich dann auch, als ich älter wurde, Exilanten aus Chile getroffen, die in der DDR aufgenommen worden sind. Und wer sich noch erinnert, Chile war es dann auch, die Erich Honecker und Margot Honecker nach dem Zusammenbruch der DDR aufgenommen haben. Das heißt also, es gab eine spezifische Beziehung zwischen Chile und der DDR. Und die hatte natürlich sozusagen von der politischen Arithmetik her sehr stark mit den Koordinaten des Kalten Krieges zu tun. Ja, meine zweite Begegnung, das ist dann die konkrete Begegnung mit Colonia Dignidad gewesen, war die Reise des Bundespräsidenten Gauck nach Chile. Ich war in der Delegation vertreten, übrigens mit Florian Gallenberger, dem Filmregisseur, den ich sehr schätze und den ich auch damals schon kannte. Und sein Film, der ja wirklich viele Zuschauer erreicht hat und das Thema der Colonia Dignidad nochmal bekannt gemacht hat, hat damals sehr viele Menschen bewegt. Emma Watson und Daniel Brühl als Schauspieler sind Weltstars und öffnen, wenn man so will, hier auch einen Erinnerungsraum. Und wir haben in Santiago bei einem Empfang des Bundespräsidenten dann ein äußerst merkwürdiges Erlebnis gehabt. Nämlich bei diesem Empfang zu Ehren vom Bundespräsident Gauck tauchten plötzlich, und Florian Gallenberger kannte die Leute, waren Vertraute von Paul Schäfer zu diesem Empfang eingeladen. Und alle wunderten sich, wie kommt das? Das war ein politisches Thema, was auch thematisiert worden ist, was sehr sensibel gehandelt worden ist, insbesondere vom Bundespräsidenten. Die ganzen Bemühungen um Aufklärung kamen, auch wenn es langsam ging, langsam in Fahrt und dann sowas, dass also die deutsche Botschaft offenbar über einen Verteiler des Auswärtigen Amtes oder wie auch immer
ja, Leute eingeladen hat, die offenbar als Täter in der Kolonie mitgewirkt haben. Und das ist natürlich sozusagen dann Thema dieses Empfangs gewesen und hatte politische Nachwirkungen bis hin zu einer Fragestunde und natürlich zu entsprechenden Aktivitäten der parteinahen Stiftung. Die Böll-Stiftung zum Beispiel war da sehr aktiv. Und seitdem eigentlich hat das Thema wirklich an Fahrt aufgenommen und ist politisches Thema. Die Entschädigungsleistungen sind in Gang gekommen. Aber es ist eigentlich jämmerlich, dass das so lange gedauert hat. Und dass ich, wenn man so will, auch die deutsche Botschaft da in keinster Weise als Türöffner verhalten hat, sondern eher als Bremser. Ja, vielen Dank, Herr Krüger. Das ist gleich der wunderbare Brückenschlag zu unseren anderen beiden Gästen, die sich nämlich wissenschaftlich als Historiker mit dem Thema deutsche Außenpolitik und Kalter Krieg beschäftigen. Professor Dr. Holger Meding ist Professor für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte an der Universität Köln. Herr Meding, herzlich willkommen. Sie arbeiten unter anderem zu deutscher Migration nach Argentinien und zum Bundesnachrichtendienst im Kalten Krieg. Wie ordnen Sie das Thema Colonia Dignidad in diese Zeit der deutschen Geschichte ein? Nun ja, also die Beziehungen, die ich zur Colonia Dignidad habe, die reichen tatsächlich informativ zurück, auch bis in meine Schulzeit hinein. Also auch da hat man sich schon damit beschäftigt und das ein oder andere mitbekommen, ohne dass man es vielleicht auch wirklich einordnen konnte. Meine aktuellen Beziehungen, die sich zur Colonia Dignidad ergeben, die haben auch geografische Natur, denn ich wohne in Siegburg und in Siegburg liegen die Ursprünge der Colonia Dignidad. Hier ist diese private soziale Mission gegründet worden. Von hier aus ist es gestartet worden, dass die Sekte übergesiedelt ist nach Chile. Hier sind die Einträge im Amtsgericht vollzogen worden als gemeinnützige Organisation und es gab immer wieder Rückspiegelungen hier in diese Stadt hinein. Die Informationen zur Colonia Dignidad sind bei uns hier in der Presse, in den Lokalnachrichten veröffentlicht worden. Also es war tatsächlich eine sehr intensive Beziehung. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, ging natürlich in eine andere Richtung, Bundesnachrichtendienst. Ich habe mich in den vergangenen fast 7, 8 Jahren beschäftigt mit eben diesem Akteur in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, ein Akteur, den man bislang nicht wirklich wahrgenommen hat, weil er sich natürlich als Geheimdienst verstecken musste, anders gearbeitet hat. Aber hier ist jetzt eine Offenlegung erfolgt worden durch eine Kommission, die in dem Archiv des Bundesnachrichtendienst arbeiten konnte und die jetzt die bundesdeutsche Lateinamerika-Politik in ihren Informationssträngen und in ihren Verbindungen zum Bundesnachrichtendienst nachvollziehen kann. Die Forschung, die jetzt getätigt worden ist, die hatte leider ein Enddatum 1968, das ist die Ära Gehlen gewesen, sodass die Colonia Dignidad zu diesem Zeitpunkt im Prinzip noch kein Beobachtungsobjekt des Bundesnachrichtendienstes gewesen ist. Aber es sind schon einige Informationen angefallen, aber die Informationsdichte haben wir tatsächlich erst in den 70er und 80er Jahren, wenn man von einer Dichte überhaupt sprechen kann. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Vielen Dank, Herr Meding. Und last not least begrüße ich Professor Dr. Friedrich Kiesling, Inhaber des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bonn. Herzlich willkommen. Herr Kiesling, Sie arbeiten sowohl zur deutschen Außenpolitik und deren Wahrnehmung als Zivilmacht und haben auch außerdem ein Buch zur Rolle des Staatsschutzes im Kalten Krieg veröffentlicht. Was verbindet Ihre Arbeit mit dem Thema Colonia Dignidad? Ja, vielen Dank. Es sind die beiden Themen, die Sie angesprochen haben. Bei dem einen Thema geht es um bundesdeutsche Außenpolitik und ihre Rollenbilder, wie wir das nennen. Also die Art und Weise, wie man sich versteht und auch wie man sich als Image, ein Image geben möchte in der internationalen Politik. Und da spielt, Sie haben das Stichwort Zivilmacht genannt, da spielt natürlich ein bestimmtes Verhältnis zu einer normgebundenen Außenpolitik eine Rolle, auch zu Menschenrechtspolitik eine Rolle. Und in diesem Kontext ist Chile natürlich ein wichtiges Thema. Es gibt auch andere Themen, wo Menschenrechte eine Rolle spielen könnten oder auch tatsächlich gespielt haben. Aber das ist der eine Bezug, den ich dazu habe. Der andere Bezug ist Staatsschutz im Kalten Krieg. Das ist ein Buch, das zur
zum Generalbundesanwalt und seiner Behörde der Bundesanwaltschaft entstanden ist, das ist eher ein zufälliger Befund, eine zufällige Begegnung, weil nämlich einer der Behördenleiter, nämlich Generalbundesanwalt Ludwig Martin, tatsächlich involviert war in die Beziehungen zur chilenischen Diktatur als auch zur Colonia. Er war nach seiner Amtszeit, bis 1974 war er Generalbundesanwalt in der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte tätig und auch an führender Stelle tätig. Die hatte Beziehungen nach Chile zur Diktatur und hat wohl auch eine Rolle gespielt, als es darum geht, Warnungen gegenüber Presseberichterstattungen gegenüber der Colonia in der Bundesrepublik nach Chile überzuleiten. Das ist nun eine zufällige Begegnung, die ich habe, die ist aber nicht so ganz zufällig, weil es da schon um Akteure geht. Und wenn man sich den Akteur Ludwig Martin anschaut, dann ist das schon ein Fall, könnte ich nachher vielleicht noch was dazu sagen, was für Hintergründe die Akteure haben, die mit, so kann man sagen, Sympathie auf die chilenische Diktatur in der Bundesrepublik gesehen haben. Vielen Dank, Herr Kiesling. Wir haben in dieser ersten Runde ja schon gesehen, dass das Thema viele Facetten hat, viele unterschiedliche Akteure und dass es wirklich, glaube ich, auch noch viel, viel Forschung bedarf, bis wir wissen, was da wirklich passiert ist. In der deutschen Debatte zur Colonia Dignidad geht es ja auch um die deutsche Rolle und Verantwortung für die Menschenrechtsverletzungen in der Kolonie oder durch Mitglieder der Kolonie. Was hat die Bundesregierung damals falsch gemacht oder unterlassen, Frau Däubler-Gmelin? Gab es Möglichkeiten für Regierung und Parlament Einfluss zu nehmen? Wie ich Ihnen ja schon gesagt habe, Frau Kurtenbach, hat das Parlament, jedenfalls ein Teil des Parlaments, versucht. Das war noch in der Zeit, als es die sozialliberale Koalition gab, Außenminister Genscher. Und wir haben natürlich versucht, von den Gerüchten, die wir hörten, irgendetwas mehr an Klarheit zu bekommen. Ich will Ihnen noch mal sagen, welche Gerüchte das waren. Was man dann wusste, das ist ja das, dass der Herr Schäfer oder Herr Schneider früher mal Jugendreferent im Bereich der evangelischen Kirche gewesen war und entlassen wurde, weil er sich da an kleinen Jungen vergangen hat. Dann hat er diese evangelikale Sekte gegründet. Und das Erstaunliche, was uns aufgefallen ist, ist, dass diese Strafverfolgung hier bei ihm irgendwo weg war. Also der 60er Jahre, dann die ganzen 60, so lange geht es ja schon zurück, gell? Und dass er dann quasi mit Liebedienerei der Botschafter, also der deutschen Botschafter in Chile, ja über 200 Leute seiner Sekte dann nach Chile transferieren konnte, ist ja auch nicht das Übliche. Und dass dann, wie gesagt, die Botschaft, das hat ja dann erst aufgehört, als Dieter Haller Konsul dort war, gell? Das war aber in den 80er Jahren, quasi denen alles zur Verfügung gestellt hat, was ging. Und besonders schwierig, und das hat uns dann in den 70er Jahren so geärgert, war, dass uns die Flüchtlinge, die in der Bundesrepublik aufgenommen worden waren, oder auch der Kardinal Enrique Silva uns erzählt hat, dass man in Chile darüber redet, dass es da ein Folterlager hier der Pinochet-Regierung gäbe. Und selbstverständlich haben wir dann nachgefragt, offiziell, nicht offiziell. Und es war völlig klar, es war kein, bis auf ganz wenige Leute, kein Interesse daran, irgendetwas offiziell draus zu machen. Ich meine, das mag, das habe ich Ihnen ja im Vorgespräch schon mal erklärt, auch an Figuren wie Herrn Strädling mitgelegen haben, der sich dann ganz gezielt Leute oder die Schäfer sich ja ganz gezielt als Freunde gesucht hat. Auch dieser Waffenhändler, der die Verbindung zum BND gehalten hatte, Herr Martin, gehörte in die Gruppe rein. Aber ich halte es schon für ein strukturelles Problem der Außenpolitik in den 70er und dann in der ersten Hälfte der 80er Jahre, dass man da nicht genauer hingeguckt hat. Und das wollte man nicht. Offensichtlich gingen andere Dinge vor. Vielen Dank, Herr Meding. Das bringt mich zu Ihnen. Wenn man sich unterschiedliche Zeiträume ansieht, hat man den Eindruck, dass es durchaus auch Personen gab oder dass es von Personen abhing auf der einen Seite. Es gab ja auch deutsche Botschafter, die die wenigen Geflüchteten dann nicht direkt wieder in die Colonia zurückgebracht haben. Und dass es aber auch eben diese Strukturen und Netzwerke gab. Warum ist da so wenig passiert? War es Rücksichtnahme auf wirtschaftliche Interessen der deutschen Firmen?
waren es alte Netzwerke aus NS-Zeiten, die da wiederbelebt wurden zum Schutz der Kolonia? Aus Ihrer Sicht, was war da der zentrale Grund, warum da so wenig passiert ist? Nun, also einige der Botschafter, die in Chile tätig waren, gehörten vorher der NSDAP an. Das heißt, die hatten einen entsprechenden nationalsozialistischen Hintergrund. Das lässt sich ganz eindeutig belegen. Aber ich denke nicht, dass das der eigentliche Grund gewesen ist. Vielleicht noch zu meiner Vorrednerin. Tatsächlich, die Strafverfolgung ist hier nicht wirklich durchgeführt worden. Das ist auch hier in Siegburg festgestellt worden. Zum einen gab es tatsächlich schon die Probleme in der evangelischen Kirche, aber diese Probleme gab es auch dann in dem Jugendheim, was in Siegburg gebaut worden ist. Auch da kam es dann schließlich zu strafrechtlichen Ermittlungen gegenüber Schäfer. Und Schäfer musste dann seine Reisepläne, die er schon vorbereitet hatte, noch einmal beschleunigen, damit er sich dieser Strafverfolgung entziehen konnte. Das hat er dann auch getan und ist dann in Chile sozusagen diesen Verfolgungen auch entgangen, bis dann schließlich von chilenischer Seite ebenfalls Ermittlungen dann auch durchgeführt worden sind. In Chile selber ist die Colonia Dignidad schon in den 60er Jahren aufgefallen und zu einem Gegenstand von Untersuchungen geworden. Der Senator Patricio Aylwin, der Senator von Parral gewesen ist, hat schon Mitte der 60er Jahre darauf geachtet und hat festgestellt, hier baut sich etwas Hermetisches auf. Die Leute lernen kein Spanisch, sie gehören nicht dazu, und wollte einen Untersuchungsausschuss beantragen, ist dann aber nicht durchgedrungen. Aber es ist aufgefallen und es war schon aktenkundig und es ist in der Presse auch tatsächlich thematisiert worden. Das ist so ein bisschen die chilenische Seite. Die Frage, warum sich die Botschaft nicht drum gekümmert hat, ist tatsächlich streckenweise etwas schwierig zu beantworten. Denn im Prinzip hat es juristische Anfragen gegeben, was ist mit den Kindern? Denn es hat ja tatsächlich eine Form von, wenn man nicht sagen will, Entführung, aber doch eine Form von Kindesentzug gegeben, was Eltern angeht. Und die haben sich an die Botschaft in Chile gewandt und haben ausweichende Antworten bekommen. Das ist tatsächlich weniger im Rahmen vielleicht von NS-Netzwerken zu sehen, als einer Form von Zusammenarbeit zwischen der Botschaft und der Leitung der Colonia Dignidad. Da hat es eine Form von Einverständnis gegeben. Dort hat es dann vielleicht auch entsprechend Finanzaustausch gegeben. Man hat sich gegenseitig begünstigt und man hat versucht, sich gegenseitig nicht zu schädigen. Also auf der einen Seite hat man dann weggeschaut, das muss man deutlich sagen. Und auf der anderen Seite hat man gegenseitig voneinander profitiert, bis einem die Sache dann um die Ohren geflogen ist. Herr Kiesling, war das südliche Lateinamerika hier ein Sonderfall oder gab es ähnliche Problemlagen auch in anderen Ländern bezogen auf die deutsche Außenpolitik und den Kaltkrieg? Nee, die Colonia Dignidad ist sicher ein Sonderfall. Der sehe ich ähnlich wie Herr Meding, auch teilweise schwer zu erklären ist tatsächlich, weil es da nicht unbedingt um politische Vorgänge geht, sondern es sind eben juristische, persönliche Vorgänge, die eine Rolle spielen. Man kann ja nicht nur fragen, wenn man kurz bei Chile bleibt, wie verhält sich die Botschaft? Man kann sich auch fragen, wie verhält sich das Auswärtige Amt und da die politische Leitung? Und da sehe ich schon ein Muster, das dann über Chile hinausgeht. Das Auswärtige Amt macht ja auch lange Jahre nichts, reagiert nicht darauf, auf Informationen, die kommen. Natürlich beruhigt durch die Botschaft auch, aber trotzdem, man macht dann nicht weiter. Man muss schon sehen, dass die Menschenrechtsproblematik in den 70er Jahren schon da ist, aber sie kommt eigentlich ganz selten aus den politischen Institutionen. Sie kommt jetzt aus politischer Seite, kommt sie. Sie ist bei Abgeordneten im Bundestag, natürlich ist das da vorhanden, aber sozusagen die für Außenpolitik zuständigen Institutionen sind tatsächlich da nicht beteiligt und sind nicht aktiv hierin. Es ist Druck von außen, der das Thema auch für die am Laufen hält, aber man reagiert nicht drauf. Aber das ist schon ein Muster, das wir auch in anderen Fällen haben. Das haben wir natürlich in Südafrika haben wir das, wir haben das in anderen südamerikanischen Ländern, wo das der Fall ist, lateinamerikanischen Ländern. Wenn man sich das international ein bisschen anschaut, dann ist die bundesdeutsche Außenpolitik nicht auffällig menschenrechtsorientiert, um es mal vorsichtig auszudrücken, in den 70er Jahren. Es gibt andere Regierungen, die sind da aktiver, auch in den 80er Jahren. Das ist einfach ein Befund, den wir haben. Meine Erklärung ist für viele tatsächlich, deswegen habe ich auch Ludwig Martin angesprochen, bei vielen nehme ich
ernst, dass das antikommunistische Hintergründe hat. Das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Man kann sich darüber empören und das sind natürlich Dinge, die auch schrecklich sind im Nachhinein. Aber wenn man fragt, warum ist das so? Und wenn man von so persönlichen Dingen absieht, dann ist für mich das Entscheidende bei vielen, die auch in der Bürokratie an den entsprechenden Stellen sind, ein antikommunistischer Hintergrund. Das ist wirklich Angst in den 70er Jahren noch vor dem Kommunismus. Das ist so. Herr Krüger, wie schätzen Sie das ein aus Ihrer Erfahrung von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs? Na, ich kann erstmal aus meiner jetzigen Praxis der Bundeszentrale für politische Bildung berichten und direkt an Herrn Kiesling anknüpfen. Wir haben mal untersucht, wie die Bundeszentrale für politische Bildung, die 1952 gegründet worden ist und dezidiert den Auftrag hatte, die Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten und sich an den an der schwierigen Narration des deutschen Widerstands abgearbeitet hat. Es war nicht so einfach, Stauffenberg als Widerstandsperson sozusagen ins öffentliche Gedächtnis zu rücken. Er war immer noch der Vaterlandsverräter. Und das sozusagen zu drehen als Aufgabe der politischen Bildung war eine enorme Herausforderung. Wir sind dabei mehr durch Zufall beim Aufsummieren der Beiträge in den Informationen zur politischen Bildung, in der Beilage aus Politik und Zeitgeschichte, darauf gekommen, dass es aber viel mehr Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem Kommunismus gab. Und dieser Bias, der begegnet eigentlich in den 50er und 60er Jahren durchgängig. Das heißt, die politische Bildung ist sehr stark in der Blockkonfrontation unterwegs und fängt eigentlich erst in den 60er und dann auch in den 70er Jahren an, sich von dieser ideologischen Grundierung zu lösen und Prinzipien einer überparteilichen staatlichen politischen Bildung zu entwickeln. Und wenn man jetzt sozusagen in diese Zeit der 60er und 70er Jahre guckt, dann wird man feststellen, dass es ja nicht nur die Botschaft, also das Auswärtige Amt war, die da unterwegs waren, sondern ganz offenbar auch Journalisten. Es ist keine 14 Tage her, da hat Maximilian Kutzner von der Uni Würzburg in der FAZ darauf hingewiesen, dass es ausgerechnet ein FAZ-Lateinamerika-Korrespondent war, der durchaus wusste, wo Eichmann gelebt hat und diese Informationen jedenfalls nicht weitergegeben hat. Und Fritz Bauer war es damals, der deshalb mit dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat, um Eichmann gefangen zu nehmen beziehungsweise nach Israel zu überführen. Und das ist sozusagen sehr interessant, dass diese Netzwerke über das Auswärtige Amt hinweg existiert haben und dass sie eben bis hinein in den Journalismus und über andere Multiplikatoren funktioniert haben. Es sind ja auch sehr viele Leute exiliert aus dem Nazi-Apparat nach Lateinamerika. Und diese Netzwerke haben halt weiter existiert und da gab es natürlich auch Verbindungen zu den jeweiligen Botschaften und damit zum Auswärtigen Amt. Und das ist schon ein Vorgang, der uns heute zu denken geben sollte. Denn mit dem hehren Versprechen, sozusagen das demokratische, bessere Deutschland zu sein und der sozusagen wirklich nur schleppenden oder gar nicht stattfindenden Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, gab es in jedem Fall in der Blockauseinandersetzung aus heutiger Perspektive sowas wie ein Bias, mit dem man sich kritisch auseinandersetzen muss. Das soll keineswegs heißen, dass die DDR sich sozusagen nicht mit Ruhm bekleckert hat, sondern dass eigentlich beide Teile in der Zeit des Kalten Krieges ihre ideologisch grundierte Politik gemacht haben und eigentlich die Vergangenheit, wenn man so will, instrumentalisiert haben für ihre Zwecke. Elke Gryglewski, die frühere stellvertretende Leiterin des Haus der Wannsee-Konferenz, hat sich ja sehr intensiv mit der Colonia Dignidad beschäftigt und darauf hingewiesen, wie kompliziert und auch komplex eigentlich auch zwischen verschiedenen Opfergruppen die Situation in der Colonia Dignidad sind. Und man versucht hat, immer nach vorne Narrative zu kreieren. Ja, aus der Colonia Dignidad ist ja dann ein bayerisches Dorf geworden und sozusagen dieser Versuch der Überblendung sozusagen dessen, was da passiert ist, der ist eigentlich ziemlich verräterisch und ich finde eigentlich ein Gegenstand für historisch-politische Bildung at its best. Ja, ich denke, da kommen wir auch ganz zum Schluss nochmal drauf zurück. Ich denke, man darf auch die deutsche Wirtschaft nicht ausnehmen. Also gerade die deutsche Wirtschaft hat ja auch eng mit diesen
aus Deutschland und Europa geflohenen Nazis kooperiert. Die haben wir in der deutschen Wirtschaft, in den deutschen Gemeinden, sage ich mal, in Lateinamerika immer eine große Rolle noch gespielt als Mittler zwischen dann Deutschland und lokalen Wirtschaftsverbänden. Aber auf die hat die deutsche Außenpolitik natürlich einen geringeren Einfluss. Auch sie ist ja auch mit denen dann eher verbandelt gewesen. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass Paul Schäfer, der Gründer der Colonia Dignidad, sich in Anfang der 60er Jahre den deutschen Strafverfolgungsbehörden entzogen hat, wegen Kindesmissbrauchs. Und er hat ja im Süden Chiles dann nicht nur deutsches Liedgut gepflegt, sondern missbrauchte weiter unzählige deutsche und später dann auch chilenische Kinder. Was hätte die deutsche Außenpolitik denn tun können, um da einzugreifen? Frau Däubler-Gmelin, hätte die Justiz hier vielleicht eine größere Rolle spielen können, die Strafverfolgungsbehörden? Ja, sicher. Schauen Sie, ich meine, es ist ja nur so, der Thomas Krüger hat gerade darüber gesprochen, wie schwer es zum Beispiel in den 50er Jahren war, Leute wie die Widerstandskämpfer von dem Vorwurf des Landesverrats zu befreien. Das hat ja ziemlich lang gedauert und es war auch Fritz Bauer, der das damals, wie Sie wissen, im Remo-Prozess tatsächlich hier mit Vehemenz vorangetrieben hat. Er hat natürlich eine Generation von jüngeren Juristinnen und Juristen stark beeinflusst, die, sagen wir mal, nicht mehr Informationen hatten, aber die natürlich sehr viel offener waren für das, was man an Gerüchten hörten und daraus auch die Verpflichtung entnommen haben, genauer hinzugucken. Das, was ich für einen der größten Fehler halte, ist, dass das Auswärtige Amt und insbesondere die Botschaft den Bundestag systematisch falsch informiert haben. Ich meine, die Tatsache, dass viele der Wirtschaftsführer nach Lateinamerika gegangen sind, das weiß man. Man weiß auch die guten Beziehungen der Botschaft, gerade zu diesem Teil der Deutschen. Es gab ja auch die jüdische Emigration, mit denen haben sie dann weniger am Hut haben wollen. Es ist bekannt, dass die Botschaft und die Colonia Dignidad, dass die gute Beziehungen hatten. Es ist bekannt, dass die Colonia in Deutschland diesen sogenannten Freundeskreis hatte, wo der Botschafter drin war. Und wie gesagt, der von mir schon mehrfach genannte, den ich sehr verachtet habe, Waffenhändler im Dienste des BND überall. Nur dieses wissend liegt die Folgerung nahe heute, dass natürlich ganz viele Leute an den Schaltstellen genau Bescheid wussten und dass sie den Bundestag nicht informieren wollten. Dass es ihnen recht war, dass Frau Hamm-Brücher dann auf Anfragen, schriftliche oder mündliche, immer nette und außerordentlich wenig inhaltsreiche Antworten gegeben hat, zum Teil dann auch falsche. Sie haben vorher Argentinien erwähnt, ähnlicher oder aber nicht vergleichbarer Vorfall war ja mit Elisabeth Käsemann. Dafür hat sie sich im Übrigen entschuldigt, für Chile nicht. Und ich will jetzt gar nicht aus parteipolitischer Sicht jetzt auf die FDP alleine rekurrieren. Ich hätte sehr gerne gehabt, dass auch von Donani sich viel stärker damals dem geöffnet hätte, was er von uns hörte. Gut, wir wurden als linke Gruppe eingeschätzt und fielen dann wieder unter diesen Zwiespalt zwischen Antikommunisten, über den wir schon was gehört hatten, und Aufrechten. Aber Wischnewski hat ihm sowas auch gesagt. Und von daher gesehen war das größte Versäumnis, dass der Bundestag ganz gezielt von den Institutionen wie Auswärtiges Amt, BND und Botschaft missinformiert wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Bezug auf die Justiz vergleichbar war. Ich habe mir als Justizministerin dann mal geleistet, zu schauen, ob es denn irgendwelche nachprüfbaren Indizien gegeben hat, auf die man hätte reagieren können, 20 Jahre vor der Zeit. Mir wurden keine gesagt. Und ich habe es natürlich jetzt von beiden Professoren, oder ich knüpfe an beide Professoren so jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass sie da noch mehr rauskriegen, wenn sie da noch genauer hinschauen, ob das nur die Akten jetzt des BND sind oder ob es die Akten des Generalbundesanwalts sind oder auch die jetzt ja wohl im Bundesarchiv liegenden anderen Akten, dann wüsste man da noch mehr. Herr Meding, Herr Kiesling, an Sie die Frage.
Welche Spielräume gibt es im Umgang mit Diktaturen beziehungsweise gab es im Kalten Krieg gegenüber solchen Menschenrechtsverletzungen? Vielleicht Herr Kiesling mal von der allgemeineren Warte zuerst. Ich möchte zum vorherigen Thema noch kurz was sagen, weil Herr Krüger über die Situation der 50er, 60er Jahre gesprochen haben. Wir sind natürlich jetzt hier im Kernbereich in den 70er Jahren tatsächlich. Ich glaube, es ist wirklich so, dass wir die 70er Jahre da nicht rauslassen können. Es ist so ein bisschen die Vorstellung, dass sich da in den 70er Jahren viel geändert hätte. Das gilt vielleicht für die Öffentlichkeit, ja, und das gilt natürlich dafür, dass die Bundesrepublik eine plurale Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn wir gerade schauen in höhere Hierarchieebenen, dann sind das eigentlich die Leute, mit denen wir es auch in den 50er und 60er Jahren zu tun haben. Also ich glaube, da besteht, was so die Offenheit der Bundesrepublik oder Gesellschaft anbelangt, so ein bisschen eine falsche Vorstellung davon, wann sich da tatsächlich was ändert. Da müssen wir, glaube ich, über die 70er Jahre hinausgehen. Das vielleicht zu dem, was vorher gesagt worden ist. Was die Spielräume anbelangt, natürlich ist die amerikanische Politik entscheidend, was Chile gegenüber anbelangt. Kann Herr Meding vielleicht noch was dazu sagen? Und die ist natürlich prägend gewesen für den Westen. Aber man kann schon sehen, dass es innerhalb des Westens Unterschiede gibt. Ich habe vorhin gesagt, wie die anderen Regierungen sich verhalten haben. Es gibt eine Phase in der niederländischen Außenpolitik, wo man sehr viel strikter gegenüber Chile reagiert hat. Es gibt auch eine Phase in der britischen Außenpolitik, wo man strikter gegenüber Chile reagiert hat, als das die Bundesrepublik gemacht hat. In der Bundesrepublik gibt es schon die Tendenz, lieber weiterzumachen. Das gilt für die Entwicklungspolitik, die natürlich eine Rolle spielt in Chile. Das gilt aber auch natürlich allgemein für die Wirtschaftspolitik. Man kann es woanders auch beobachten, dass die Bundesrepublik eine Tendenz hat, auch zu afrikanischen Ländern kann man das sehen, bei solchen innenpolitischen Umbrüchen, egal in welche Richtung die geht, nach einer kurzen Schockphase, nenne ich das einmal, wieder die Beziehungen aufzubauen, die man vorher hatte. Diese Tendenz ist da und wir sehen an anderen Regierungen, man hätte mehr Spielraum gehabt tatsächlich. Insofern ist das schon genuin aus einer außenpolitischen Logik der Bundesrepublik zu erklären, würde ich sagen. Herr Meding, wie sehen Sie das? Ja, also vielleicht noch auf die Frage von Frau Däubler-Mehlin zu antworten. Die Wissenschaft bleibt am Thema. Das heißt, wir sehen die Problematik und wir schauen danach und wir gehen auch mit einem Tunnelblick da dran. Colonia Dignidad, Menschenrechte, das machen wir. Aber wir finden nicht unbedingt das, was wir unbedingt wollen. Also ich habe tatsächlich in meinen eigenen Forschungen bis 1968 in den Akten des Bundesnachrichtendienstes keine Hinweise auf die Colonia Dignidad gefunden, weil sie kein Sicherheitsobjekt gewesen ist. Also das war tatsächlich kein Beobachtungsobjekt. Ich habe daraufhin zumindest die Leitung der Colonia Dignidad gecheckt, ob sie gegebenenfalls zu den Informanten gehört haben könnte. Das war aber auch nicht der Fall. Das heißt, hier finden wir in den 60er Jahren eher wenig, aber wahrscheinlich in den 70er Jahren. Ich hoffe, dass wir bald auch da Zugang bekommen. Es gibt einige Unterlagen im Bundesarchiv, die auf die Colonia Dignidad Bezug nehmen, aber das ist relativ dünn und deutet eher an, dass der Bundesnachrichtendienst auch nicht wirklich sehr dicht informiert war. Die Geschichte mit dem Waffenhändler ist eine andere, ja, aber die Informationslage scheint mir etwas dünn zu sein. Das ist jetzt sozusagen die vorläufige Aussage. Wir bleiben aber am Thema dran. Spielräume der Diplomatie. Die deutsche Diplomatie ist tatsächlich nicht sehr stark aufgefallen in der Thematisierung von Menschenrechten in Lateinamerika. Das ist tatsächlich so und hat sich oftmals einer sogenannten stillen Diplomatie verschrieben. Das bedeutet, wenn man Deutsche hatte, die in die Militärdiktaturen, in die Fänge der Militärdiktaturen geraten waren, dann versuchte man sie durch Hintergrundgespräche, durch Gespräche, die nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind, mit den jeweiligen Militärmachthabern zu lösen und versuchte, diese Leute frei zu bekommen. In Argentinien wie auch in Chile. Ab und an ist das gelungen. Ab und an ist es nicht gelungen. Also in Chile haben wir den Fall von Beatrice Brinkmann, in dem das einigermaßen erfolgreich gewesen ist, nach größerer Schwierigkeit. In Argentinien haben wir in der vorherigen Zeit einige erfolgreiche Fälle, einige Misserfolge. In der Colonia Dignidad, in diesem Fall, ist nicht einmal stille Diplomatie betrieben worden. Ja, man hat einfach weggeschaut. Ja, man hat gar keine Hintergrundgespräche geführt. Und das scheint mir wirklich ein großes Problem zu sein. Also dieses Wegschauen, das ist wirklich ganz, fällt einem ganz deutlich in die Augen.
Und einige Fälle hätte man auch tatsächlich aufgreifen können. Also Spielräume wären ja da gewesen. Man hätte die Anfragen der Eltern aufgreifen können. Man hätte die Hinweise auf Kindesmissbrauch auch aufgreifen können und hätte zumindest eine gewisse Distanz wahren können. Aber selbst diese Distanz hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, es drängt sich einem der Eindruck von Kumpanei auf. Ja, in der Tat. Herr Krüger, spielt der Faktor Zeit eine Rolle? Das heißt, kann man über manche Verbrechen erst mit zeitlichem Abstand reden und sie untersuchen? Die Aktenlage oder Archivöffnung ist die eine Sache, aber auch auf einer anderen Ebene, auf einer politischen Ebene, braucht es seine Zeit, dass Menschenrechtsverbrechen besprochen werden können? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Also man braucht die Öffnung von Erinnerungsräumen. Und solange das quasi nur auf einzelnen Schultern ruht und keine wirkliche Öffentlichkeit sich herstellen lässt, ist das sehr schwierig. Aber möglich wäre es schon. Ich sage Ihnen nochmal eine zweite Erfahrung, die ich hatte bei dem Besuch von Bundespräsident Gauck. Da gab es nämlich einen Festakt zu Ehren von 100 Jahre Handelskammer, deutsch-chilenische Handelsbeziehungen. Und dort waren sehr viele mittelständische Wirtschaftsleute von kleine Betriebe, mittlere Betriebe unterhalten in Chile. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, mal zu fragen, wie die sich politisch eigentlich positionieren. Und ich würde mal sagen, auf gefühlte 90% gekommen, die der Zeit von der Diktatur Pinochets nachgetrauert haben, beziehungsweise eindeutig diese Politik favorisiert haben und quasi alle anderen als Störenfriede und auch abgewertet haben. Und das hat mich schon sozusagen ziemlich berührt, dass das in einer so großen Breite der Fall war. Und wenn man so will, wie eine Versiegelung gegenüber den Möglichkeiten, verschiedene Perspektiven zu erinnern, der Fall ist. Und das ist ja das Problem der historisch-politischen Bildung. Also demokratische Erinnerung muss auch demokratisch mit Vergangenheit umgehen. Da kommen natürlich dann auch solche Narrative von den Wirtschaftsleuten vor. Aber wenn die marginalisierten, unterdrückten Positionen gar nicht thematisiert werden, dann haben wir es sozusagen damit zu tun, dass Erinnerungsräume sich eben nicht öffnen, sondern verschlossen bleiben. Und das ist meistens erst durch Generationssprünge aufzulösen, wenn man sich sozusagen, also wenn man die Hypotheken der Elterngeneration oder der Großelterngeneration versucht abzuschütteln. Und ich habe gestern gerade, Sie haben ja mit Kolumbien angefangen, mit den Instituten CAPAS und CALAS in Kolumbien einen Online-Diskussion gehabt, wie man eigentlich jetzt nach dem Konflikt in Kolumbien erinnert. Und es ist so schwer, bei der Präsenz der Erlebnisgeneration diese Schallmauern und die Traumata, wenn man so will, zu durchbrechen. Und das zeigt uns eigentlich auch diese Situation in den anderen lateinamerikanischen Ländern wieder. Es gibt durch die Präsenz der Erlebnisgeneration bestehende Traumata und die überträgt sich ja erstmal auf die nächste Generation. Da wird keineswegs Geschichte verhandelt, reflektiert, sondern erstmal verschwiegen. Und erst die Enkelgeneration ist es, mit der man dann wieder sozusagen kommuniziert oder die Enkelgeneration stellt Fragen. Das kennen wir übrigens auch aus Deutschland. Die vertriebenen Generationen aus den Ostgebieten hat sozusagen der eigenen Kindergeneration überhaupt nichts vermittelt vom Nationalsozialismus, von den Verbrechen, von den Traumata der eigenen Vertreibung. Und es waren erst die Enkel, die dann Fragen an die Eltern gestellt haben, die, wenn man so will, die Verklammerung und die Verklemmungen langsam zu lösen begonnen haben. Und heute gibt es sehr viele informelle Geschichtswerkstätten, die auch privat organisiert sind von Leuten, die sich versuchen, mit dieser Geschichte neu und anders zu befassen, auch von den ideologischen Determinationen zu lösen. Und ich finde, das sind spannende Prozesse, aber es bedarf dann eben eines Sprungs über mindestens zwei Generationen, diese Erinnerungsräume überhaupt zu öffnen. Aber die Frage ist doch dann auch, und die Frage geht jetzt an alle, was kann man denn dann tun, Erinnerung und Entschädigung? Was kann Deutschland, was kann die deutsche Politik tun,
um jetzt gegenüber der Colonia Dignidad, das sind ja diese Generationen ein Stück weit schon, also ist ja dieser zeitliche Abstand durchaus gegeben. Was kann man da tun, Frau Deubner-Gmelin? Es gibt eine Kommission der Bundesregierung mit dem Bundestag. Was kann die tun? Ich denke, es ist am allerwichtigsten, dass man das in Gemeinschaft mit den chilenischen Freunden macht. Und da denke ich, sind die Opfer ganz besonders wichtig und deren Angehörige. Die werden mit einbezogen werden müssen. Es wird zum einen, denke ich, in die Richtung gehen müssen, dass man die Villa Bavaria, die ja, wenn sie in letzter Zeit mal dort waren, so eine Art von Touristenzentrum ist, dass man daraus eine richtig vernünftige Gedenkstätte macht. Und zwar nicht nur etwas, was man anschauen soll, die Landschaft dort ist ja wunderhübsch, sondern dass man in der Tat, vielleicht geht das ja auch in Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen, dass man daraus eine Erinnerungsstätte macht, die auch ganz gezielt Menschen, die dort gelebt haben, zu Wort kommen lässt. Also ich habe den Eindruck, dass diese unmittelbaren Erlebnisse dann auch für die Erinnerungskultur der nächsten Generationen sehr wichtig sind. Zum Zweiten muss natürlich die Entschädigung jetzt endlich mal gezielt vorangehen. Und lassen Sie mich noch eins zu der deutschen Lateinamerika-Politik sagen. Ich meine, oder zwei kleine Punkte. Ich denke, dass einer der größten Fehler der vergangenen Jahrzehnte war, dass die deutsche Außenpolitik Lateinamerika immer so ein bisschen als den Hinterhof der USA mit angesehen hat. Und wenn die USA mehr sagten, dann sagte die deutsche Außenpolitik zumindest mu. Und das ist einer der großen Fehler, die ich sehe. Und der zweite Punkt ist, so ganz gelöst haben wir uns da im Augenblick noch nicht, wenn wir uns anschauen, wie die Bundesrepublik und auch die Außenpolitik in Sachen Bolsonaro argumentiert oder Lula, ich meine jetzt Brasilien. Wenn ich mir anschaue, was für Skandale dort gerade im Bereich der Justiz passieren. Und wenn ich mir dann anschaue, ich habe ja da gelegentlich noch Zugang, welche Memos von der deutschen Botschaft ans Auswärtige Amt geschickt werden über diese Dinge, dann greife ich mir an den Kopf, weil das im Grunde genommen eine Fortsetzung dieser alten Lateinamerika-Politik ist, die ich für außerordentlich problematisch halte. Ja, auch ein spannendes Thema, gerade Brasilien auch bei der Aufarbeitung. Was wären denn notwendige Schritte aus der Sicht der Historiker, Herr Meding, Herr Kiesling? Was kann Deutschland denn beitragen? Ich habe am Anfang ja gesagt, Deutschland ist aufgefordert, in Kolumbien zu unterstützen. Wir sehen aber in diesem Gespräch, dass sich Deutschland ja mit eigenen Beteiligungen doch sehr schwer tut. Wo sind da Möglichkeiten, mit den Opfern zu arbeiten, aber auch die eigene Rolle zu reflektieren? Weil ich denke, das zusätzlich Komplizierte bei der Colonia Dignidad ist ja, es gibt nicht nur die chilenischen Opfer, also die Hinterbliebenen, derjenigen, die da gefoltert und ermordet wurden oder die missbrauchten Kinder, sondern es gibt ja auch die deutschen Opfer in der Colonia, die dort eben Zwangsarbeit verrichtet haben, es Berichte sagen, unter sklavenähnlichen Verhältnissen gelebt haben, die selber missbraucht wurden. Wie findet man da in der Erinnerung und in der Aufarbeitung eine Balance oder eine Möglichkeit, da nicht neue Gräben auch aufzureißen? Herr Meding vielleicht zuerst. Ja, also den Eindruck, ich greife nochmal auf das zurück, was eben gesagt worden ist, dass die bundesdeutsche Außenpolitik derjenigen der Vereinigten Staaten folgt, das ist sicherlich ein richtiger Eindruck. Wir bewegen uns ja in den 60er und 70er Jahren im Kalten Krieg. Auf die Bedeutung des bedrohlichen Kommunismus ist ja bereits hingewiesen worden. Und das war für die Außenpolitik tatsächlich eine Leitlinie. Das muss man tatsächlich so sehen. Allerdings gibt es durchaus auch Öffnungsphasen. In den 1960er Jahren ist die bundesdeutsche Außenpolitik durchaus auch der Kennedy-Linie der Alliance for Progress gefolgt und hat die Christdemokraten auch unterstützt in einer
Form von Wandlungs- und Öffnungs- und Sozialpolitik. Also da hat es tatsächlich auch entsprechende Bewegungen gegeben, während es in den 70er Jahren wieder einen Rückfall gegeben hat, zum Teil eben in eine etwas rigidere Phase unter Unterstützung von Pinochet. Die Opfer, nun ja, wie will man damit umgehen? Sie haben schon vollkommen recht. Wir haben verschiedene Opfergruppierungen und diejenigen, die in der Colonia Dignidad oftmals von außen als Täter angesehen werden, weil sie dort gelebt haben und weil sie geschwiegen haben, sind ja streckenweise auch selber Opfer, ja. Also wenn man sie sozusagen von ihrer Herkunft her sieht, hier in Siegburg sind sie mitgenommen worden, sie sind ihren Kindern entzogen, ihren Eltern entzogen worden, sind dann in Zwangsarbeit gewesen und sind in einer Form von religiöser Erziehung gewesen, die man nur als Gehirnwäsche bezeichnen kann, dann sind das ja durchaus auch Opfer und wenn sie dann noch sexuell missbraucht worden sind, umso mehr. Ja? Also die können wir jetzt nicht sozusagen in die Tätergruppierung stellen und das macht die Dinge tatsächlich auch sehr schwierig und hat zur Konsequenz, dass man sehr sensibel damit umgehen muss und im Grunde genommen alle, die darin verwickelt waren, beteiligt waren und die Leidtragenden, auch zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, ein Gesamtbild entstehen zu lassen, ohne dass man jetzt von vornherein in Schwarz-Weiß-Malerei versucht zu trennen zwischen den Guten und den Bösen. Das wird nämlich nicht funktionieren und damit wird man den Dingen auch nicht gerecht. Ja, also so Art, vielleicht eine Art von Wahrheitskommission zu schaffen, die dann in einem längerfristigen Prozess der Wahrheitsfindung, der Aufnahme von Haltungen, von Stellungnahmen versucht, viele Dinge zusammenzuführen, ohne ein Fazit zu finden, das für alle gleichgültig ist. Herr Kiesling? Ja, ich glaube, was man heute konkret tun kann, da ist das Wichtige gesagt. Ich glaube, es geht wirklich darum, diejenigen, die betroffen sind, eine Stimme zu geben, zu hören, mit einzubeziehen. Das ist ein extrem schwieriger Prozess, weil die Gruppen Eigeninteresse haben, die auch gegeneinander stehen. Aber ich glaube, das ist bei solchen Aufarbeitungsprozessen, die da anstehen, extrem wichtig. Und die Vorstellungen, dass irgendwie in einer Position leiten zu können, ist, glaube ich, schon eine falsche. Ja, also das muss dezentral sein. Ich glaube, das ist das, was wir auch aus anderen Prozessen, denken Sie an die Verhandlungen mit Namibia jetzt, wo wir ja auch sowas haben, wo es wirklich darum geht. Da ist es ja teilweise zumindest misslungen, aber es ist eben auch super kompliziert. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das dezentral zuzulassen auch. Das, glaube ich, ist was. Ich möchte noch was sagen jetzt zur deutschen Außenpolitik, weil jetzt zweimal auch die USA angesprochen worden sind. Es hat aber Spielräume gegeben. Also darauf muss man schon auch verweisen. Und die Bundesrepublik hat in den 70er Jahren auch eine Realpolitik betrieben, eine Interessenpolitik betrieben. Und da spielten Probleme wie die Colonia Dignidad eben nicht die Rolle. Das muss man sich klar machen. Und da gibt es auch andere Felder der bundesdeutschen Außenpolitik, wo die nicht klein und harmlos war, sondern wo die bundesdeutsche Außenpolitik eben eine ganz, ja, wenn man so möchte, normale Interessen, Realpolitik betrieben haben. Man könnte auch auf das Atomregime schauen und schauen, wie ist das mit dem Atomwaffensperrvertrag, wie ist es gewesen mit der Nichtverbreitung von Atomwaffen und so weiter, Nichtverbreitungsvertrag. Die Bundesrepublik war in vielen Fällen das letzte Land, das atomare Wirtschaftsbeziehungen aufgegeben hat. Da war Frankreich schneller. Gegenüber Brasilien, gegenüber Iran und solchen Ländern. Also auch das ist eine Selbstkritik an die Außenpolitik, die wir da anschließen müssen, glaube ich, und ein bisschen Bilder korrigieren auch von der Art und Weise, wie die Bundesrepublik im Kalten Krieg Außenpolitik betrieben hat. Wie erklären Sie das? Ja, das ist relativ, das Auffällige ist, es ist nicht parteipolitisch gebunden. Es ist tatsächlich so, dass das durch die Parteien geht, dass die Bundesrepublik ja manchmal auch unter Hinweis auf die relativ beschränkte Möglichkeiten, die man hat, auf die relativ beschränkten außenpolitischen Handlungsspielräume in der Lage war, diese dann auch zu nutzen. Ja, und ich habe manchmal den Eindruck, dass führende Akteure das verstanden haben.
dass sozusagen dieses generelle Bild einer nur teilweise handlungsfähigen Politik genutzt werden konnte, um dann wirklich die Handlungsspielräume zu nutzen. Ja. Okay. Also das, glaube ich, ist eine Teilerklärung da, gerade in den 70er Jahren. Gut, vielen Dank. Herr Krüger, Sie hatten das eben ja schon mal angesprochen, das Thema der Opfer und ihrer Traumata, der unterschiedlichen. Wäre denn eine Möglichkeit, deutsche Hilfe hier zu organisieren, dezentral natürlich, aber dass Deutschland vielleicht hier Gelder über die Entwicklungszusammenarbeit oder das Auswärtige Amt, wie auch immer, zur Verfügung stellt, um Projekte der Traumabearbeitung ins Leben zu rufen? Ja, das gibt es schon. Es gibt vor allem bei der GIZ mehrere transnationale Erinnerungsprojekte und auch in der Landschaft der historisch-politischen Bildung, in der Gedenkstättenarbeit, ist man im Bereich transnationaler Erinnerung unterwegs. Und das macht viel Sinn, weil wir sehen an diesem Beispiel, dass durch die Diktatur ausgelösten Traumata ja nicht nur ein chilenisches Problem sind, sondern natürlich durch die Involvierung anderer Interessensvertreter, in diesem Fall auch deutscher Interessen, mit tangiert sind. Und wir können, um ein Buch von Susan Nyman zu zitieren, von den Deutschen lernen, keineswegs uns zurücklehnen, was die Geschichtsaufarbeitung betrifft, weil es gibt sehr viele blinde Flecken und sehr viele problematische problematische Ereignisse, wo Deutschland allen Grund hat, über den Schatten zu springen und nochmal tiefer nachzufragen, die Graubereiche von Geschichte auszuleuchten. Natürlich, Geschichte ist nie schwarz und weiß und Traumata sind nicht von einem auf den anderen Tag, sondern erst durch Generationsdimensionen aufzulösen. Aber wichtig ist, dass man eben sozusagen die Möglichkeiten der deutschen Erinnerungsarbeit, der historisch-politischen Bildung im grenzüberschreitenden Bereich eben versucht auf den Weg zu bringen. Und was die GIZ gemacht hat mit den Projekten, vor allem in Postkonfliktgesellschaften wie Kolumbien, wie Chile, aber auch in afrikanischen Ländern, in subsaharisch-afrikanischen Ländern, solche Narrative zu entwickeln, das finde ich ist sehr verdienstvoll und sollte ausgebaut werden. Aber transnational heißt in dem Fall dann, die Deutschen stellen oder die deutsche EZ stellt den Raum zur Verfügung, in dem das passieren kann? Oder heißt es dann auch, dass auf beiden Seiten reflektiert wird, was die jeweilige Rolle ist oder war? Nein, es geht schon um verflochtene Geschichten. Sehen Sie, die koloniale Vergangenheit in Deutschland ist so gut wie überhaupt nicht in erinnerungspolitisch aufgearbeitet. Es wird immer darauf verwiesen, dass das hier in Deutschland gar nicht so schlimm sein kann, weil vom Deutschen Reich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs sei ja nur eine kurze Zeit. Wir wissen aber aus der Geschichtsschreibung, dass von Anfang an Deutsche am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt waren. Die Augsburger Welser haben seinerzeit der spanischen Krone 20.000 Dukaten geborgt, damit Karl V. seine Kriege führen konnte und haben dafür den Großteil von Venezuela in Statthalterschaft bekommen. Das ist Kolonialismus pur gewesen, aber es zählt sozusagen nicht zur offiziellen deutschen Geschichte, weil mit der Gründung des Deutschen Reiches eigentlich erst angefangen wird. Und das sind so Trugschlüsse, die uns doch danach fragen lassen sollten, die Geschichte vor 1871, aber auch die Geschichte, die konkrete Geschichte der Kolonialisierung afrikanischer Länder zum Beispiel zu untersuchen und dann da sozusagen transnationale Erinnerungsprojekte auf den Weg zu bringen, die eben die Verflochtenheit der Geschichte, auch die Rolle als Täter, aber auch die sozusagen unerzählten Geschichten von Menschen, die in dem Kontext unterwegs waren, versucht zutage zu befördern und auf diese Art und Weise einen Umgang mit Geschichte zu ermöglichen und nicht ein Verschweigen und ein Verdrängen von Geschichte. Oder ein Instrumentalisieren, darüber haben wir vorhin ja auch schon mal kurz gesprochen. Ich möchte jetzt zum Schluss Sie alle noch mal fragen, was können wir denn aus dem Fall Colonia Dignidad, wir haben gesagt, es ist ein sehr besonderer Fall, aber ich denke, er ist auf der einen Seite besonders und steht gleichzeitig ja dann doch auch paradigmatisch für bestimmte Formen der deutschen Nachkriegspolitik.
Was können wir denn daraus lernen für den Umgang mit menschenrechtsverachtenden Regimen heute zum Beispiel? Das ist heute ja viel mehr ein Thema als vor 30 Jahren. Und trotzdem habe ich manchmal so den Eindruck, Menschenrechtsdialoge werden mit den Ländern geführt, die nicht wichtig sind, in Anführungszeichen, für die deutsche Politik. Bei anderen kommt genau wieder das zum Tragen, was Herr Kiesling sagt, ach, wir schauen lieber weg oder wir schweigen oder wir sagen, wir können eh nichts tun. Was können wir, was sind die zentralen Lehren aus den Fällen der 70er Jahre in Lateinamerika im Allgemeinen und der Colonia Dignidad im Besonderen? Frau Däubler-Melin. Das alles in 2 Minuten. Nein, Sie können auch 4 haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dort möchte ich doch noch an das anknüpfen. Ich denke, wir sind bei der, sagen wir mal, bei der Erfahrung mit Transitional Justice und Wahrheits- und Versöhnungskommissionen der verschiedensten Art eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben eine Menge an Erfahrungen. Ich meine, ich selber war beteiligt an der südafrikanischen Konzeptentwicklung. Das sind Dinge, die sehr stark auch in Deutschland zum Beispiel mit evangelischen Akademien entwickelt wurden. In der Durchsetzung natürlich dann spezifisch südafrikanisch, auch das in der Zeit, weil man heute sehen kann, was damals möglich war und was nicht möglich war und was heute wieder aufbricht. Und um jetzt auch die katholische Kirche zu nehmen, wenn Sie an Pater Lanner und die Transitional Justice dort angucken, da hat es auch eine Menge an NGO-Erfahrung gegeben, die heute da ist. Also nicht nur mit der Erinnerungskultur, da unterstreiche ich voll, was Thomas Krüger sagte, sondern eben auch für den ganz spezifischen Aspekt der Transitional Justice, den der ja nun natürlich auch für die Frage der Lehren, wie geht man eigentlich damit um, von ungeheurer Wichtigkeit ist. Jetzt zu der Frage, was lernt uns das, um es jetzt mal etwas ironischer zu begreifen. Schauen Sie, ich habe ja nun 10 Jahre oder noch länger den Menschenrechtsdialog mit den verschiedenen Bereichen der Volksrepublik China geführt. Das ist alles außerordentlich wichtig, aber Sie müssen natürlich immer schauen, auf der einen Seite ist die Politik, die hier betrieben wird, auch in der Außen- und Wirtschaftspolitik immer noch sehr stark realpolitisch definiert, das ist das eine. Und zum Zweiten ist es bei den Partnern, mit denen Sie sowas machen, auch so. Das heißt, es kommt schon darauf an, dass Sie diese Form der eigenen Vorgehensweise mit dem, was Sie auf UN-Ebene, das heißt jetzt was Menschenrechte angeht, mit dem Menschenrechtsrat und dem, was in New York passiert, wirklich vernetzen. Und dass Sie da auf der Seite der like-minded Staaten, dass Sie hier eine Art von Netzwerk bilden, die in der Tat dann menschenrechtsorientierte Politik zulassen. Es ist im Moment eher schwieriger geworden in den letzten Jahren als in, sagen wir mal, Ende der 90er und in den Nullerjahren. Im Augenblick stelle ich fest, dass die Realpolitik und dass die durch eine ganze Reihe von Aspekten, die ich jetzt gar nicht aufzählen will, dass hier auch Gewalt, Aggressionen und auch ganz andere Aspekte zunehmend eine Rolle spielen und Menschenrechtspolitik mehr als Lippenbekenntnis gegenüber liebenswürdigen Gutmenschen benutzt wird. Das ärgert mich. Man wird es trotzdem weiter verfolgen müssen. Und ich denke, wir haben in der Bundesrepublik auch eine gute Öffentlichkeit dafür, auch gerade in der Wissenschaftscommunity. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, man hat manchmal so den Eindruck, es ist, was das Thema Menschenrechte anbelangt, gehen wir zurück in die 70er Jahre. Herr Kiesling, was können wir lernen? Ja, also große Illusionen muss man sich da nicht machen. Da schließe ich mich natürlich Frau Däubler-Melin an. Und dass wir auch da in eher schwierigen Zeitleben, was sowas anbelangt. Aber ich glaube, der chilenische Fall, was ich jetzt so kenne, zeigt doch, dass die Lehre ist ansprechen, thematisieren. Und wenn Sie sich anschauen, ja, wer hat darüber gearbeitet? Jan Ickler hat darüber gearbeitet, hat sich Chile sehr genau angeschaut. Und er hat ein großes Kapitel Reaktionen des Regimes.
Und diese Reaktionen des Regimes waren mal größer und mal kleiner auf internationale Kritik, aber es gab Reaktionen auf die internationale Kritik. Ja. Und das hat vielleicht auch dann tatsächlich nach der Wirtschaftskrise in Chile eine Rolle gespielt in den 80er Jahren, diese Kritik in einer bestimmten Situation. In anderen Situationen hat das keine Rolle gespielt, da war das Regime stabiler und dann nützt das vielleicht eben nichts. Und dann gibt es natürlich auch noch große und kleine Länder und gegenüber China. Aber selbst wenn es gegenüber China nichts nützt, heißt das ja nicht, dass wir gegenüber anderen Ländern nicht eine Menschenrechtspolitik machen sollen. Also ich glaube, die Lehre auch aus Chile und der Pinochet-Diktatur ist, wir müssen das ansprechen. Und zwar nicht nur auf der Ebene der Zivilgesellschaft, sondern auch von staatlichen Institutionen, von staatlicher Außenpolitik. Das wird diese Diktatur nicht auflösen und verhindern. Ja, aber man kann durchaus Wirkungen sehen. Und auf diese, darauf kann man dann vielleicht aufbauen, zum bestimmten Zeitpunkt, wo die Chance da ist. Sind die Möglichkeiten dazu heute nicht vielleicht viel besser als in den 70er Jahren durch die stärkere Vernetzung der Welt, durch soziale Medien, durch andere Formen der Kommunikation? Also wir haben vermutlich bessere Informationen, ja. Wir haben natürlich aber auch teilweise zu viele Informationen. Das Problem ist nicht ganz einfach, dass da ist. Ich glaube, wir haben auch eine entwickeltere Menschenrechtspolitik. Also in den 70er Jahren ist das auch etwas, was erst eingeführt worden ist in Politik. Da sind auch Fehler gemacht worden. Man kann auch Menschenrechtspolitik überziehen, würde ich sagen. Teilweise die Politik von Carter war wahrscheinlich ein Überziehen von Menschenrechtspolitik, das dann kontraproduktiv ist. Auch das gibt es, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt Lerneffekte. Und was ja die bundesdeutsche Außenpolitik schon versucht ist, hat Frau Doblak-Mien auch gerade gesagt, Koalitionen von Ländern zu bilden, die ähnliche Positionen in solchen Fragen haben. Ja, also ich würde schon sagen, die Voraussetzungen sind grundsätzlich da, weil wir nicht am Anfang von der Menschenrechtspolitik stehen, wie es in den 70er Jahren eher der Fall war. Herr Meding, wenn ich heute nach Lateinamerika gucke, dann beim Thema Menschenrechtsverletzungen gucke ich nach Nicaragua, gucke ich nach Venezuela, um mal nur zwei Beispiele zu nennen. Was lernen wir aus Chile dafür? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage auch noch. Bietet der momentane politische Aufbruch in Chile vielleicht auch eine große Chance, da jetzt einen großen, großen Schritt weiterzukommen? Gut, das muss man sehen. Also die deutsche Vergangenheitspolitik und Vergangenheitsaufarbeitung wird in Lateinamerika oftmals als vorbildlich gesehen. Das kann man so machen. Aber die Aufarbeitung der Vergangenheit in Lateinamerika selbst ist tatsächlich auch beeindruckend. Von den Wahrheitskommissionen, von der Politik, die getrieben worden ist, von den Gebäuden, die instand gehalten werden. Das heißt, hier ist tatsächlich etwas entstanden, was an künftige Generationen weitergegeben wird und was sich tatsächlich nicht verstecken muss. Also es ist beeindruckend in vielfältiger Hinsicht. Die Lehren, die wir daraus zu ziehen haben, da würde ich tatsächlich auch Herrn Kiesling folgen, sind vor allen Dingen, dass man Probleme ansprechen muss, dass man sie nicht verstecken darf und dass man einen Blick drauf haben muss auf hermetisch abgeschlossene Räume und hermetisch abgeschlossene Teilgesellschaften. Das muss man auch bei uns in unserem eigenen Land, denn wir haben diese Probleme, die wir jetzt auf die Colonia Dignidad beziehen, durchaus ja auch, die Missbrauchsskandale, die wir haben in der Kirche, in der Reformpädagogik, ja. Und deshalb auf hermetisch abgeschlossene Bereiche müssen wir tatsächlich stärker schauen und diese Probleme auch offen machen und ansprechen. Das heißt, nicht zulassen, dass sich in einer freien Gesellschaft intransparente Räume ausbreiten. Das bedeutet nicht, dass man etwas verbietet, aber dass man draufschaut und dass man etwas ausleuchtet und dass man zu Stellungnahmen zwingt und zu einer gewissen Öffnung auch zwingt. Das sollte tatsächlich eine der Formen der Lehren daraus sein, ja. Und ja. Ganz kurz nachgefragt, wer soll da draufschauen? Nun, die Institutionen, die präsent sind, also beispielsweise wäre das auch eine Botschaft im Ausland, ja, wenn sich so etwas wieder ereignen sollte, sollte man draufschauen und nicht verschweigen. Im Inland sind es
Institutionen, die zum Teil ja auch nicht funktioniert haben, wie Jugendämter, die nicht drauf geschaut haben oder weggeschaut haben, oder in den Institutionen selber gab es keine Kontrollmechanismen. Das alles ist etwas, was problematisch ist und was sich anders entwickeln muss. Also das ist eine Lehre, die man sicherlich aus diesen Skandalen, die Colonia Dignidad ist nur ein Skandal von vielen, ja, ein Missbrauchsskandal. Was hören wir momentan Schreckliches aus Kanada? Aber wir haben auch Dinge aus Irland und viele Dinge, die sich häufen. Also dies muss tatsächlich angesprochen werden und muss auch entsprechend thematisiert werden. Die aktuelle Bewegung in Chile ist tatsächlich eine aufgewühlte Bewegung, die einen anderen Staat zum Teil auch haben will. Aber das bedeutet oftmals auch, dass man in die Vergangenheit stärker hineinschaut und Dinge unter anderer Perspektive sieht. Und das ist tatsächlich so, dass sich jede Generation ja die Vergangenheit neu aufarbeiten muss und unter einem neuen Blickwinkel anschauen muss. Ich sehe momentan die Bewegung in Chile eher in eine andere Richtung, weniger sozusagen in der Reflexion. Aber das kann durchaus kommen. Oftmals sind die Begleiterscheinungen, die dann in diese Richtung dann auch noch tendieren. Gut, Herr Krüger, an Sie die Frage. Was können wir daraus lernen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, was kann die politische Bildung für einen Beitrag leisten? Hier und dort. Und ich denke, Deutschland ist ja meines Wissens nach wirklich relativ einzigartig in diesem etablierten System auch der politischen Bildung. Kann das ein Vorschläger werden? Ja, das ist in der Tat so, aber man muss sich auch ehrlich machen. Also wenn wir uns die Situation der Erinnerungskultur in Deutschland angucken, muss man ehrlicherweise sagen, dass eigentlich das als staatliche Aufgabe erst Ende der 1990er Jahre wirklich infrastrukturell verankert worden ist, nämlich mit der rot-grünen Regierung, die damals das große Gedenkstättenkonzept verabschiedet hat. Das waren bis dato weitgehend zivilgesellschaftliche Initiativen, die dann sukzessive durch Länderfinanzierung, auch durch Spendengelder entwickelt worden sind. Also die Anfänge der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg waren keine staatlichen Bemühungen, sondern zivilgesellschaftliche. Und das ist auch in vielen anderen Ländern so, gerade in Chile. Und in Chile war es zu sehen, an den Orten der Folter, aber auch dieses neu geschaffene Museum, was sehr beeindruckend quasi die Geschichte der Opfer der Junta erzählt und ihnen auch wieder einen Namen gibt und die Geschichten erinnert und einordnet. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass die Zivilgesellschaft dem staatlichen Bereich das erstmal abbringen muss. Und da gibt es sozusagen Ähnlichkeiten. Das Zweite, würde ich sagen, es fällt schon ins Auge, dass Deutschland auch eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik machen konnte, nämlich gegenüber den Ostdeutschen, die in politisch schwierigen Situationen waren. Aber das war natürlich für die große Politik, wenn man so will, ein innenpolitisches Problem. Und diese Menschenrechtspolitik, die zwischen Bundesrepublik und DDR war, das Rauskaufen von Gefangenen aus Gefängnissen und so weiter, das sind ja sozusagen Initiativen gewesen, die auch von der Öffentlichkeit erwartet worden sind. Aber diese Menschenrechtsbasierung, die zwischen den beiden deutschen Staaten als Parameter gegolten hat, die galt eben anderswo überhaupt nicht. Da spielten dann andere Interessen eine Rolle. Und ich glaube, das ist sozusagen, muss Gegenstand einer kritischen Diskussion sein. Deutschland hat nicht wirklich einen Grund, sich als Musterknabe der politischen Bildung und historischen Bildung hinzustellen. Auch da gibt es Schlagseiten und Biases, mit denen man sich kritisch auseinandersetzen muss. Für mich sozusagen steht eigentlich fest, dass man sozusagen das Prinzip der politischen Bildung nochmal stärker nach vorne rücken muss. Und das ist das Kontroversitätsgebot. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt viele Narrative, die miteinander um ein klareres, transparenteres Bild der Vergangenheit ringen müssen. Weil wer über Vergangenheit redet, redet immer auch über Gegenwart. Das ist eben sozusagen die Klammer, die historisch-politische Bildung zu unserer Zeit heute jeweils hat. Und daraus kann man vielleicht eine Menge lernen aus der historisch-politischen Bildungsarbeit, wie sie in Deutschland betrieben wird. Und ich würde mal sagen, die
die Chance gilt eigentlich, sich zu öffnen und Verflechtungsgeschichten in den Blick zu nehmen. Also ein tolles Erlebnis war, als wir in Chile waren, in Santiago, dass Bundespräsident Gauck mit der chilenischen Präsidentin, die ein tiefes Sächsisch spricht, weil sie in Leipzig studiert hat, wo sie zu DDR-Zeiten im Exil war. Das ist doch sozusagen eine Verflechtungsgeschichte, wie sie im Buche steht, aus der man was machen kann. Und Michel Bachelet hat ganz maßgeblich die Erinnerungsinfrastruktur in Chile auch mit vorangetrieben und die zivilgesellschaftlichen Initiativen unterstützt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir in unseren Ländern sozusagen, also dass wir auch in anderen Ländern leben und uns befreunden, uns die Sprachen sprechen und miteinander sozusagen nicht nur die eigene Geschichte, sondern auch die anderen Geschichten leben. Und diese große Chance sollte man nutzen, um eben auch grenzüberschreitend Erinnerung stattfinden zu lassen. Und heute ist Michelle Bachelet die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Das muss man ja auch sagen. Frau Dobleck-Michel. Genau. Ich wollte also jetzt auch nicht so verstanden werden, als würde ich total resignieren, was Menschenrechtspolitik angeht oder auch die Aufforderung gerade an die Regierung, auch Menschenrechte und kritische Fragen und abgeschlossene Räume hier anzusprechen. Im Inland, in Europa, aber auch gegenüber Partnern. Wir haben natürlich schon auch eine Reihe von Fortschritten. Ich meine, heute ist immerhin das Lieferkettengesetz beschlossen worden. Darf man bitteschön nicht übersehen. Es ist nicht vollständig, nicht so vollständig, wie ich es gerne hätte. Aber es ist ein Schritt, den Gedanken, dass andere oder dass die Staatsbürger anderer Länder, die für uns arbeiten und uns billige Produkte herstellen, dass die auch Menschenrechte haben und dass man darauf achten muss, dass man dieses stärker beachtet, halte ich für gut. Und weil ich jetzt vorhin natürlich gesagt habe, man muss nach like-minded countries gucken, das ist so. Die Europäische Union hat über die EU-Grundrechtecharta und über die Beschlüsse, dass die Botschaften der EU Menschenrechtsverteidiger zu schützen haben, was, wohin ich auch komme, nicht überall bekannt ist, haben sie natürlich entscheidende Schritte nach vorne gemacht, die, wenn wir jetzt an Chile denken, selbstverständlich so Positionen eines Herrn Sträteling einfach gar nicht mehr zulassen würden. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Wir haben in den vergangenen knapp anderthalb Stunden viel gelernt über viele Nuancen, viele Facetten von deutscher Außenpolitik im Kalten Krieg und Erinnerungspolitik und Kultur gelernt. Was mich am meisten beeindruckt, ist dieses Bild von der Verflechtung, weil ich auch zu diesem Thema Themen selber arbeite. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild einfach. Und ich denke, wir haben gelernt, wir müssen beharrlich sein. Wir müssen uns mit denen vernetzen, die auch für Menschenrechte eintreten wollen. Und damit vielleicht auch die Netzwerke derer, die eher auf der Seite der Menschenrechtsverletzer stehen, aushebeln, neutralisieren oder vielleicht sogar auch obsolet machen, sagen wir es mal so. Und ich denke, in der Forschung gerade, und da spreche ich wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern Herr Kiesling und Herr Meding werden mir zustimmen, ist da noch ganz viel Arbeit zu tun, die von der Politik und von der politischen Bildung dann hoffentlich auch unterstützt wird, weil es ja natürlich immer auch mit Geld zusammenhängt, was geforscht werden kann und wofür man gerade Geld bekommt. Und auch das ist von Moden vielfach abhängig. Und vielleicht bietet da jetzt die aktuelle Situation, wo Menschenrechte weltweit verstärkt unter Druck geraten, auch die Chance, dass sich die Zuwendungsgeber für Forschung darüber im Klaren werden, dass wir diese Forschung heute ganz bestimmt brauchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die lebhafte Diskussion und ich freue mich schon sehr auf das Symposium im kommenden Jahr. Guten Abend. Dankeschön.